Ja, herzlich willkommen, meine Damen und Herren, hier zur Pressekonferenz nach der Partie des EC Bad Nauheim gegen die Bietigheim Steelers. Am Ende ein 4:9 vor 2125 Zuschauern hier im Colonel Knight Stadion. Bei mir die beiden Trainer, zu meiner Linken unseren Gästetrainer aus Bietigheim, Herr Kevin Goudet, herzlich willkommen. Und zu meiner Rechten unser Coach Petri Kojala ebenfalls. Ein herzliches Hallo, Petri. Herr Goudet, Ihr Statement zum Spiel, bitteschön. Ja, schon guten Abend. Es war ein besseres Spiel für uns das letzte Mal. Jedes Mal fast, wir spielen hier, das ist ein knappes Spiel. Das erste Spiel war ein 2-1 in Verlängerung, wo Nauheim war eigentlich die bessere Mannschaft. Heute, wenn du willst hier gewinnen, egal heute oder jeden Spiel, du musst versuchen, die Momentum zu kriegen. Die Zuschauer sind unglaublich. Nochmal heute, sie sind wirklich ein siebter Mann auf dem Eis. Und sie haben nicht aufgegeben bis Ende, wie die Mannschaft. Und was so wichtig für uns ist, in Führung zu gehen. Und nach zwei Torführungen, wir haben wirklich, wir waren sehr effizient. Genau, ich denke, 9 ist zu hoch. Aber wir waren sehr effizient und wir haben auch gewusst, dass Nauheim hat 4 sehr wichtige Mann nicht dabei und auch ein Kirstein ist auch verletzt, das Spiel verletzt, ist nicht einfach. Und wenn es hätten können, sie hätten die erste Tor geschossen, wie immer. Es you know, ist viel schwerer auswärts, aber das war die Schlüssel für uns. Und you know, einfach glücklich mit den 3 Punkten und möchte alle hier sagen, ein frohe Weihnachten und guten Rutsch. Und, you know, ein bisschen Glück mit Verletzten. Ihr seid ein bisschen wie uns die letzten paar Jahre. Ihr habt die ganze Saison verletzt und nicht nur ein Mann. Wenn es ist 3, 4, 5, ist schwer. Ist verdammt schwer. So viel Glück mit das und ja, das ist die Saison. Dankeschön, Herr Goudet. Petri, dein Statement bitte. Ja, danke erstmals, Kevin, an die aufbauenden Worte. Natürlich, wir haben viele Verletzte, aber wir hatten heute auch 4 Reihen. Bietigheim hat sehr, sehr effizient gespielt, wie der Kevin sagt. Jede Chance im Prinzip, jede unserer kleine, es waren so größere Fehler, aber jeden Fehler ausgenutzt. Wir hatten in den 3-2, wenn wir hinter waren, noch Chancen zurückzukommen, haben es nicht genutzt. Die Jungs haben schon im Prinzip alles gegeben, kann man nicht sagen. Und, ja, 9-4 zeigt einfach nur momentan den Klassenunterschied, was wir haben zu den Top-Mannschaften. Ja, die Zuschauer haben tatsächlich heute nicht aufgegeben. Die Unterstützung, was wir heute haben, gehabt haben, Respekt, das war das, was man von Bad Nauheim kennt. Und von meiner Seite auch allen schöne Weihnachtszeit. Dankeschön, Petri. Gibt es Fragen von Seiten der Pressevertreter hier vorne? Nein, das ist nicht der Fall. Dann schauen wir noch ganz kurz in den Terminplan. Nächsten Dienstag, 26.12., geht es weiter für den EC in Bad Tölz und am Donnerstag, den 28.12., dann hier zu Hause im Colonel Knight Stadion gegen die Bayreuth Tigers, das Ganze um 19.30 Uhr. Und abschließend, wie gewohnt, der Blick in die Liga von heute Abend. Der SV Kaufbeuren schlägt die Bayreuth Tigers mit 5:2. Wir haben eine Verlängerung im Spiel der Kassel Huskies gegen die Lausitzer Füchse. Dort steht es 3:3 in der Overtime. Ebenfalls in der Overtime, aber da schon beendet. Die Löwen Frankfurt gewinnen gegen die Dresdner Eislöwen mit 2:1. Der EHC Freiburg im letzten Drittel gegen die Heilbronner Falke mit einem 3:5. Der SC Riesesee führt ebenfalls im letzten Drittel gegen die Tölzer Löwen 5:1. Und Grimmitschau gegen die Ravensburg Tower Stars. Auch da steht es im letzten Drittel 3:2. Das soll es von dieser Stelle aus gewesen sein. Dankeschön für Ihre Aufmerksamkeit, Dankeschön für Ihr Interesse. Wir wünschen Ihnen natürlich auch von dieser Stelle vom EC Bad Nauheim ein frohes, gesegnetes Weihnachtsfest und wir sehen uns dann hoffentlich wieder am 28.12. hier bei uns. Ihnen einen guten Nachhauseweg. Machen Sie es gut. Danke. Bis zum nächsten Mal.